Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstreaminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die Erfahrung mit den Besonderheiten eines Fernstudiums mit Behinderung, aber auch mit den Erfahrungen eines Fernstudiums als Branchenfremde. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann stellt die gerne im Chat mit ein. Ja, als Gesprächspartnerin freue ich mich heute Abend darauf, jemanden aus dem Forum bei Fernstreaminfos.de bei mir begrüßen zu dürfen. Und zwar ist Sarah Schneider bei mir. Sie dürfte vielen von euch bekannt sein als Moondance bei Fernstudioinfos.de. Hallo Sarah, schön, dass du heute Abend mit dabei bist. Ja, hallo Markus, hallo an alle Zuschauer, ich freue mich. Ja, finde ich klasse, dass du hier mit dabei bist. Hat sich ja vor einiger Zeit ergeben, dass wir mal im Austausch standen und auch das Thema interessant fandest, wie werden Studierende unterstützt, die mit Besonderheiten irgendwo studieren, und dann so der Gedanke kam, Mensch, vielleicht kannst du ja selbst mal berichten, wenn du erste Erfahrungen gesammelt hast. Das war ja damals noch so vor dem Anfang des Fernstudiums. Ja, du studierst als Branchenfremde an der Apollon-Hochschule Angewandte Psychologie und hast auch noch einige gesundheitliche Besonderheiten, über die wir heute auch sprechen möchten. Zunächst möchte ich dich aber bitten, dich selbst einmal kurz vorzustellen. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Sarah Schneider, ich bin 34 Jahre alt, wohne in Rheinland-Pfalz und studiere jetzt seit Juli diesen Jahres an der Apollon Angewandte Psychologie. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung. Du bist ja auch bei Fernstudiuminfos.de aktiv. Wie bist du eigentlich auf die Seite so aufmerksam geworden? Also auf Fernstudiuminfos bin ich eigentlich nicht direkt vom Thema Studium aufmerksam geworden, sondern zum Thema Weiterbildung. Also es war ursprünglich mal angedacht, dass ich eine Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin machen sollte. Ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich. Und da war vom Arbeitgeber angedacht, eine Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin zu machen. Und ich sollte dann Angebote vorlegen. Hab da ein bisschen recherchiert und bin dann auch so auf dieses Thema Fernlernen aufmerksam geworden und bin dann auch auf die Homepage von fernstudiuminfos.de gekommen. Ah ja, also eigentlich ging es da noch gar nicht um das Thema Fernstudium, sondern eher eigentlich eine sehr berufsbezogene Weiterbildung bei dir. Genau. Mhm. Und dieser Nickname Moondance, hat der irgendwie eine besondere Bedeutung? Ja, und zwar ist das ein Lied von meiner Lieblingsband Nightwish. Und deshalb der Name Moondance. Ah ja, guter Musikgeschmack. Nightwish mag ich auch, beziehungsweise ich mochte die Band besonders früher sehr gerne, als Tarja Turun dann noch als Leadsängerin mitgemacht hat. Ja, okay, aber du bist dann mittlerweile bei der Apollon-Hochschule. Wie kam das denn dann, dass du keinen Kurs gemacht hast zur Bilanzbuchhalterin oder vielleicht sogar trotzdem, aber auch jetzt zur Apollon-Hochschule gekommen bist und da angewandte Psychologie studierst, also ein Studiengang, der jetzt nicht unbedingt was mit deinem jetzigen Job zu tun hat? Ja, also der Bilanzbuchhalterkurs kam dann tatsächlich auch leider nicht zustande. Mir wurde dann auch, ich hatte ja Angebote vorgelegt zum Thema Fernlernen und mir wurde dann von jeder Seite abgeraten, oh, so ein Fernlehrgang, das ist ganz schwierig, das können nur ganz wenige, da kann man sich nicht selbst motivieren, bleibt dann nicht auf Dauer dran. Und dann habe ich mir dann so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und für mich war aber klar gewesen, ich möchte irgendwas machen, ich möchte mich weiterbilden. Und dann war mein ursprünglicher Gedanke, dass ich mal Personalfachkauffrau machen möchte. Und da war eine Zugangsvoraussetzung, dass man die Ausbildereignungsprüfung hat. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht und habe mir dann gedacht, okay, ich mache erstmal diese Ausbildereignungsprüfung im Fernlehrgang. Praktisch so mal als Probelauf sozusagen, ob das denn alles klappt mit diesem Fernlernen, ob das was für mich ist. Und ja, das hat dann auch sehr gut funktioniert und da habe ich jetzt im Oktober diesen Jahres dann auch die Prüfung bestanden. Ah ja, also erstmal Fernlernen ausprobiert mit einer bisschen kompakteren Sache und bist dann auch den Geschmack gekommen und dann hast du dir überlegt, doch noch einen Studiengang zu machen. War das überhaupt schon so eine Forschung, die auch nochmal ein akademisches Studium zu machen, oder wie kam es dann dazu, dass du an der Apollon-Hochschule gelandet bist in diesem Studiengang? Ja, also das war so gewesen, nachdem ich diese Ausbildereignungsprüfung hatte, habe ich mich dann bei Fernstudiuminfos weiter erkundigt und bin dann auf einen Forenbeitrag gestoßen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer ihn geschrieben hat, in dem es dann darum ging, ja, weil ich die Hochschulzugangsberechtigung halt gerne haben wollte, um ein Studium anzufangen. Und da hatte dann der User geschrieben, dass er es eigentlich
Anführungsstrichen für sinnlos hält, dass man dann erst die Hochschulzugangsberechtigung macht, bevor man dann ins Studium startet. Weil heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit für Berufserfahrene, ein Fernstudium zu machen. Und dann habe ich dann für mich beschlossen, okay, diese anderthalb, zwei Jahre für die Personalfachkauffrau, die schenke ich mir und starte praktisch dann direkt ins Studium. Zu Apollon bin ich gekommen, weil ich mir überlegt habe, okay, was könntest du machen, was willst du studieren, was liegt dir? Weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte gerne in einen anderen Bereich, auch einen Bereich, der ja praktisch mich sozusagen betrifft, was mich interessiert. Und habe dann erstmal geguckt, wo könnte ich überall studieren, weil diese berufliche Qualifizierungsmaßnahme ist ja auch ein bisschen an Besonderheiten gebunden, dass man nicht an jeder Hochschule studieren kann. Und habe mir dann erstmal angeguckt, habe ich mich gesagt, ich möchte gerne Psychologie machen. Und habe dann erstmal geschaut, welche Hochschulen bieten das im Fernstudium überhaupt an. Und dann habe ich geguckt beim BDP auf den Listen, weil mir war es wichtig, dass der Studiengang auch vom BDP anerkannt ist. Und bin dann schließlich auf die Apollon gekommen und auf die HFH. Die HFH hatte damals den Studiengang noch nicht angeboten, aber der war in Vorbereitung. Und habe mich dann erkundigt über die Apollon auf ihrer Homepage und auch unter fernstudiuminfos.de. Habe da Erfahrungsberichte gelesen und bin dann auch auf dein Interview mit der Frau Göritz aufmerksam geworden von der Apollon zum Fernstudiengang Angewandte Psychologie. Habe mir das dann angeguckt und fand das ganz toll. Also ich habe dann auch mit dem Studienservice telefoniert, weil ich anfangs große Bedenken hatte, weil ich komme ja nicht aus der Gesundheitsbranche und die Apollon hat ja ihren Schwerpunkt in der Gesundheitsbranche. Und dachte dann so, ob das was ist, ob du damit klarkommst. Habe dann auch viele E-Mails und Telefonate mit der Apollon geführt. Und die haben mir dann noch so ein bisschen die Ängste genommen. Und ja, so bin ich dann schlussendlich dann zu Apollon gekommen. Ja, und diesen Studiengang Angewandte Psychologie, den möchtest du dann schon auch nutzen, um dich beruflich vielleicht nochmal in eine andere Richtung weiterzuentwickeln oder auch zu verändern dann? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch so für mich gemerkt, dass dieses hinter dem Schreibtisch sitzen die ganze Zeit nicht so meint ist. Also ich würde unbedingt was anderes machen, was mich erfüllt, was mir Spaß macht. Ja. Ja. Hast du da schon bestimmte Vorstellungen, welche Richtung das dann gehen soll? Oder jetzt erstmal die Grundlagen schaffen und dann später mal weitersehen? Nee, also eine konkrete Richtung habe ich noch nicht. Also ich möchte jetzt erstmal die Grundlagen machen, dann so gucken im Laufe vom Studium, was gefällt mir, was interessiert mich da besonders und mich dann halt dementsprechend dann auch spezialisieren nachher. Ja, lässt das da erstmal auf dich zukommen. Genau. Ja, großes Wassertier hat im Chat geschrieben, guten Abend, reiche ich gerne auch an dich hiermit weiter. Guten Abend, Wassertier. Hallo. Ja, du bist also jetzt angefangen mit dem Studium und wie du geschrieben hast, als Branchenfremd, dass vorher auch so ein bisschen vielleicht die Bedenken waren. Wie ist denn so der Einstieg jetzt gelaufen, wo du aus einem ganz anderen Bereich kommst? Ist das ein totaler Kulturschock, was ganz anderes, oder merkst du, dass es irgendwie doch auch Anknüpfungspunkte gibt? Oder wie schwer oder leicht fällt es dir da? Nee, also ein totaler Kulturschock war es zum Glück nicht gewesen. Es war aber, der Start war tatsächlich recht holprig. Also vor allem die ganzen Infos, mit denen man dann am Anfang regelrecht bombardiert wird, auch der Online-Campus, das war für mich am Anfang so ein bisschen böhmische Dörfer. Und dann hatte ich aber das Glück, auf das Mentoring-Programm aufmerksam zu werden von der Apollon. Und habe da auch eine ganz nette Mentorin bekommen, die mich dann auch ein bisschen so in den Online-Campus eingeführt hat, mir gezeigt hat, wo ich was finde, welche Einstellungen ich vornehmen kann, damit das alles ein bisschen übersichtlicher wird. Und ja, das kann ich auch jedem empfehlen, der neu an der Apollon ist, nutzt das Mentoring-Programm, weil das ist wirklich eine gute Sache. Ja, das heißt, das sind dann Studierende, die schon weiter fortgeschritten sind im Studium oder schon fertig sind und die Neulinge dann auf Augenhöhe unterstützen, also von Student zu Student quasi dann. Genau. Mhm. Ist denn trotzdem auch die Hochschule da weiter als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es zum Beispiel um organisatorische Fragen geht? Ja, auf jeden Fall. Also das funktioniert sehr gut über den Studienservice. Die antworten auch recht schnell und kompetent. Also davon bin ich sehr begeistert.
Ja, das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Berührungspunkte gibt es tatsächlich auch zu meinem Bereich. Also ich komme ja aus dem kaufmännischen Bereich und wir haben dort als ein Modul allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Also in dem Modul bin ich jetzt auch im Moment gerade und das bietet dann auch schon ein bisschen ein paar Berührungspunkte. Es ist halt sehr allgemein auf die Gesundheitsbranche gehalten, insbesondere in den Beispielen und Übungsaufgaben. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Also das funktioniert recht gut, ja. Ja, hast du eine Chance, auch von dir das Vorwissen, was du hast, dann schon einzubringen, wo vielleicht andere sich dann noch schwerer mit tun. Genau. Ja, wenn du insgesamt jetzt so auf die erste Zeit schaust, wie lange bist du jetzt so dabei und was sind so Dinge, die dir besonders gut gefallen und was sind vielleicht noch so Bereiche, die du eher schwierig findest? Also ich bin jetzt ungefähr nicht ganz ein halbes Jahr dabei. Bereich, den ich gut finde, ist wie gesagt der Studienservice. Also kann ich jedem empfehlen, wenn Fragen sind, wenn Unklarheiten sind. Was nicht so gut läuft, sind die Aktualität mancher Studienhefte. Also das weiß aber die Apollon schon, die sind da auch dran, das ja, ein bisschen aktueller zu gestalten. Ansonsten, ja, also ich bin mit meiner Wahl bisher sehr zufrieden. Ja, du sagst, die Studienhefte, es wäre gut, wenn die häufiger oder schneller aktualisiert werden wollen. Hast du da mal ein Beispiel für? Sind das veraltete Gesetzestexte oder woran merkt man, dass sie halt nicht mehr so auf dem aktuellen Stand sind? Also auf jedem Studienheft steht ja hinten drauf, wann die erstellt wurden. Also jetzt bei den BWL-Heften, die ich habe, sind es sehr unterschiedlich. Also ich habe BWL-Skripte aus 2014, 2016 und ja, gerade im Bereich der BWL ändert sich ja auch gern mal was. Ja, das sind halt ja teilweise auch noch Begrifflichkeiten drin, die nicht mehr so ganz aktuell sind. Aber die Apollon ist jetzt insgesamt bei BWL auch dran, neue Studienhefte zu erstellen. Die werden Ende des Jahres dann verfügbar sein. Ah ja, also tut sich da dann auch schon wieder irgendwas. Genau. Musst du dich dann jetzt auch schon oder überhaupt auch so in dem Studiengang intensiver mit Statistik auseinandersetzen oder bist du da bisher noch von verschont geblieben? Also von Statistik bin ich im Moment Gott sei Dank noch verschont geblieben. Das wird dann ja im nächsten halben Jahr dann auf mich zukommen. Ja, das ist ja doch auch nochmal so eine besondere Herausforderung dann für viele nochmal ist dann. Genau. Ja, dann ist es ja bei dir so, dass du neben den Herausforderungen, mit denen jeder Fernstudierende so zu kämpfen hat, besonders die Mehrfachbelastung durch Beruf, Familienleben, Privatleben und Studium dazu, auch noch einige zusätzliche Besonderheiten so hast, was auch das Studium dann beeinflusst. Was möchtest du uns dazu erzählen? Ja, also ich habe zwei Besonderheiten. Zum einen habe ich eine Sehbehinderung, also ich sehe schlechter als andere. Und zum anderen habe ich auch psychische Beeinträchtigungen. Also ich leide unter Depressionen. Ja, das sind so die zwei Besonderheiten, die ich so mit ins Studium mit einbringe praktisch. Ja, vielleicht gehen wir dann zunächst mal auf deine Sehbehinderung ein. Wie drückt sich das bei dir aus, speziell halt in Bezug auf Studium? Wo sind da Schwierigkeiten? Ich denke mal vielleicht bei den Studienheften, um das zu lesen oder in anderen Bereichen. Was brauchst du da? Welche Unterstützung benötigst du? Und was ist so bisher deine Erfahrung? Wie gut wird dir diese Unterstützung auch dann gewährt von der Hochschule? Also Studienhefte sind jetzt nicht so das Problem. Also das funktioniert mit Lupe und so eigentlich sehr gut. Was eher so das Problem ist, sind die Präsenzphasen in Hannover, in Bremen, Entschuldigung, die die Apollon anbietet zu Seminaren. Und zwar brauche ich dann jemanden, der mich begleitet. Also weil ich ja aufgrund von der Sehbeeinträchtigung auch ja im sag ich mal, jetzt draußen so geografisch auch beeinträchtigt bin, mich da nicht so zurechtfinden kann. Und deswegen brauche ich dann halt eine Begleitperson, die mich dann praktisch zu den Seminaren begleitet. Und was auch ein Thema ist, sind, wenn irgendwelche Vorträge oder Präsentationen am Beamer vorgeführt werden, dass ich die dann auch nicht so gut sehe, aber da werde ich von der Apollon auch sehr gut unterstützt. Also die wissen auch davon und haben mir dann auch direkt angeboten, dass sie mir die Folien von den Präsentationen zuschicken oder vergrößert ausdrucken. Das ist dann schon sehr gut, ja. Ja, also da wird sich bemüht, dann auch individuelle Lösungen irgendwo zu finden dann. Genau, auf jeden Fall. Ja, wie sieht das aus? Ich weiß nicht, Klausuren hast du ja wahrscheinlich jetzt noch nicht geschrieben, aber wenn Klausuren anstehen, gibt es da auch dann irgendwo eine Sonderregelung oder schreibst du dich in den ganz normalen Bedingungen? Also die Klausuren, die schreibe ich unter ganz normalen Bedingungen.
Okay, also es ist nicht, dass du irgendwie mehr Zeit dann bekommst oder brauchst dann dafür. Nein. Okay, ja, du hast es mit den Studienbriefen, da kommst du so mit klar. Das heißt, du kannst ganz normal lesen oder hast du die am Bildschirm, dass du die dann irgendwo größer hast oder Nee, also ich kann die ganz normal lesen. Also ist, wenn ich sie jetzt zum Beispiel am Laptop lese oder am Tablet lese, dann arbeite ich mit Vergrößerungssoftware. Aber ansonsten so die reinen Studienhefte, das funktioniert so zum Lesen, ja. Ah, okay, also da brauchst du dann gar keine zusätzliche Unterstützung da irgendwo, dass die Hochschule das irgendwie anders dann darstellt. Nein. Ja, dann hast du erwähnt, dazu kommen bei dir auch noch psychische Beeinträchtigungen, die du da hast, oder psychische Probleme. Wirkt sich das irgendwo auf dein Fernstudium aus und wie gehst du damit auch so um? Hier im Interview sprichst du ja jetzt sehr offen, darüber. Weiß die Hochschule darüber und gibt es auch da irgendwo eine Unterstützung speziell für dich? Also die Hochschule weiß darüber nicht Bescheid. Besonderheiten, die mich da einschränken, gibt es ja tageweise. Also das kommt so auf meine ja, tägliche Verfassung an, sage ich mal. Dann kann es auch schon mal sein, dass ich dann, wenn es mir nicht so gut geht, dann wirklich auch ja, 2, 3 Tage gar nichts fürs Studium mache oder nur sehr eingeschränkt was fürs Studium mache. Aber das habe ich dann auch schon bedacht und deshalb eine Teilzeitstudienform, dass ich das Studium dann absolviere. Ja, aber ansonsten funktioniert das relativ gut, sag ich mal. Ja, das heißt, dass da eigentlich so diese Studienform Fernstudium vielleicht sogar durch die Flexibilität dir da entgegenkommt. Ja, auf jeden Fall. Also man ist nicht, sag ich es mal, darauf angewiesen, dass man dann und dann die und die Vorlesung hat, wo man dann hin muss, sondern man ist praktisch ja sein eigener Herr und kann entscheiden, heute mache ich das, morgen mache ich das oder ich lerne jetzt mal nur eine Stunde statt 2 oder 3. Das ist schon sehr, sehr gut. Das kommt mir auch sehr, sehr entgegen, ja. Ja, und ich glaube, insgesamt, wenn man bessere Phase macht, wird immer mehr tun fürs Fernstudium oder halt auch bei Bedarf mal eine Pause machen oder es dann so ein bisschen, ja, strecken auch irgendwo dann. Genau. Ja, du gehst da sehr offen hier mit um, auch jetzt im Gespräch hier mit mir. Was sind so die Gründe für dich, so offen über dieses Thema zu sprechen und welche Erfahrungen hast du damit auch gemacht, wenn du anderen gegenüber, diese Themen ansprichst? Also Erfahrungen sind gemischt. Also ich sage mal zu 80% positiv. Klar gibt es auch Stimmen, die dann sagen, ja, warum gehst du so offen damit um? Das geht ja niemandem etwas an, aber mir ist es sehr wichtig. Ich finde, diese Themen sind immer noch so ein bisschen Tabuthemen in der Gesellschaft. Und ja, ich möchte anderen Leuten halt auch einfach Mut machen, dass sie ja das nicht alles in sich reinfressen, sondern aus sich rauskommen und auch sagen, so und so ist es, weil es ist auch sehr wichtig, dass man auch auf sich achtet, dass man schaut, dass es einem gut geht, dass man ein bisschen Selbstfürsorge betreibt. Und ja, dabei möchte ich auch andere Leuten, die vielleicht auch psychische oder körperliche Beeinträchtigungen haben, darin auch unterstützen und Mut machen. Ja, vielen Dank. Und ja, ich denke, es wird ja auch deutlich, wenn du jetzt berichtest, wie die Apollon versucht, jetzt sich auch Lohnthemen anzusprechen. Und besser ist da vielleicht nachzufragen, egal in welche Richtung man jetzt irgendwo Unterstützung braucht, als zu sagen, nee, es klappt ja sowieso nicht, das ist da nichts für mich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, dass man da nicht scheu ist, sondern wirklich auch dann sich traut, auch auf den Studienservice oder so zuzugehen und zu sagen, ja, so und so sieht's aus, da und da brauche ich Hilfe. Ja, wie waren dann deine Erfahrungen, als du da die ersten Kontakte in der Richtung hattest mit dem Studienservice jetzt seitens der Apollon Hochschule? Also das war sehr positiv gewesen. Ich habe der Apollon Hochschule halt im Studienservice auch gesagt, dass ich Sehbeeinträchtigung habe und da Hilfe brauche. Und da wurde mir auch von Seiten vom Studienservice auch direkt angeboten, wie sieht die Hilfe aus, was können wir machen. Also die sind da auch sehr, sehr bemüht, so Einzellösungen zu finden, die dann auf die Besonderheiten dann zugeschnitten sind, dass man auch, sag ich mal, ja, ohne Schwierigkeiten durchs Studium kommt. Ja, wie du auch berichtest, da sehr individuell dann auch wie gefunden wurden, halt speziell das, was du halt dann auch brauchst. Und auch bei Genau. anderen dann auch. Ja, Ipsi33 ist auch mit dabei. Guten Abend auch an dich. An dieser Stelle noch, ja, wenn es noch Fragen gibt von euch, dann stellt die jetzt im Chat, weil wir so langsam schon fast zum Ende des Interviews kommen. Und ich sehe, von Ipsi33 kommt auch schon gerade eine Frage. Ich gucke mal gerade den Chat hier rüber, dann muss ich nicht mal so zur Seite gucken. Und zwar ist hier die Frage an Sarah. Bekommst du Klausuren bzw. Arbeitsblätter mit vergrößerter Schrift?
Also Arbeitsblätter mit der größeren Schrift bekomme ich nicht. Wie gesagt, so dieses normale, die normale Schriftgröße, wie sie auch auf den normalen Klausuren drauf ist, die kann ich auch ohne Probleme lesen. Also dann halt ohne Brille, weil ich bin stark kurzsichtig. Deshalb funktioniert das mit dem Lesen auf kurze Entfernung besser als das Weitsehen. Ah ja, okay. Also bei dir bekommst du das nicht, weil du quasi in dem Bedarf nicht hast in dem Fall dann dafür. Aber wie du vorhin schon erwähnt hast, ich denke, wenn da jetzt Bedarf wäre, wird das ja wahrscheinlich auch die Hochschule möglich machen können, weil, was du schon gesagt hast, du zum Beispiel ja die Folien dann bekommen kannst. Ja, die Hochschule hat mir ja auch angeboten, die Präsentation in vergrößerter Schrift auszudrucken. Also das dürfte dann gar kein Thema sein. Ja, ich denke auch, wenn da jemand jetzt Bedarf hat, dass das dann gut möglich wäre. Ja, auf jeden Fall. Ja, eine Frage, die mich auch noch so interessiert ist, stehen ja auch wissenschaftliche Arbeiten an und du hast ja nun auch ein Thema Psychologie, Studiengang, was dazu irgendwo passt. Kannst du dir vorstellen, auch da mal Themen, die dich betreffen, irgendwo zum Beispiel in der wissenschaftlichen Arbeit aufzugreifen, um da quasi deine Erfahrung, ich kann mir vorstellen, du da ja wahrscheinlich auch schon viel Wissen dir angeeignet hast, das irgendwo so ein bisschen nutzen und da noch ja Synergieeffekte irgendwo auch zu haben. Ja, also das habe ich auf jeden Fall vor. Also jetzt so konkrete Vorstellungen oder Beispiele habe ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich lasse das Studium einfach auf mich zukommen. Und ja, aber ich möchte das auf jeden Fall auch später mal in den wissenschaftlichen Arbeiten aufgreifen, ja. Ja, ist da auch leichter zu haben. Ja, vielen Dank, Sarah, für all die Infos heute Abend. Bitte. Ich wünsche dir da weiter ganz viel Erfolg und ja, ich denke, wir lesen uns ja weiter im Forum und können deinen Weg verfolgen, wenn du Lust hast, vielleicht ja nochmal irgendwann so ein Follow-up-Interview machen, wenn du dann das Studium fertig hast. Ja, gerne. Ja, auch vielen Dank an alle, die hier heute Abend mit dabei gewesen sind, auch für die Rückmeldung im Chat, die hier gekommen sind. Wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Interviews rund um das Thema Fernstudium oder schaut auch mal bei fernstudiuminfos.de vorbei, der Infoseite zum Fernstudium. Und auch euch allen noch einen schönen Abend.